Frühstück aus der Sausenschachtel, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, ich weiß, dass eine Woche lang jetzt kein Video gekommen ist, hat verschiedene Gründe, denn ich bereite momentan ein bisschen was vor für Black Ops 3 und auch so für meine Community und deren Freunde und so weiter. Das werde ich demnächst mal in einem Video vorstellen, hab da auch schon ein bisschen was organisiert und so weiter und das kostet halt extrem viel Zeit. Deshalb konnte ich momentan nicht so aktiv Videos produzieren, muss auch ehrlich sagen, dass momentan so die Aktivität so mittelmäßig ist, aber wie gesagt, das was ich jetzt geplant habe, hoffe ich, dass das gut wird, dass es euch gefällt. Ich habe heute mal ein anderes Video wieder für euch am Start und zwar ein Unboxing. Ihr kennt ja meinen PlayStation 4 SCUF Controller. Ich habe mir gedacht, komm, probierst du mal eine Alternative dazu aus. Und zwar habe ich mir meinen Burn Controller bestellt. Ich habe das Ganze auch schon mal ein bisschen getestet, weil ich halt einfach schauen wollte, wie gut der wirklich ist, ob der mit einem SCUF mithalten kann, dass ich euch auch am Ende des Videos so ein kleines Fazit geben kann, was wie er mir gefallen hat, was ich gut fand und was ich vielleicht nicht so gut fand. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht länger um den heißen Preis, sondern packen das Ganze einfach mal aus. Ja Leute, willkommen zurück. Das Ganze ist natürlich wieder nachkommentiert, weil es mir einfach besser gefällt. Hier seht ihr mal die Verpackung noch von hinten. Interessant wird es natürlich einfach, wenn wir diese Kiste aufmachen, denn die haben sich wirklich was überlegt, dass auch beim Transport nichts kaputt gehen kann. Und zwar seht ihr jetzt hier wunderbar, dass das Ganze extrem gut gepolstert ist. Hat mir super gut gefallen, so kann wirklich dem Controller nichts passieren. Hier haben wir natürlich jetzt das Prachtstück, das Ganze wie immer in Weiß. Weiß ist ja meine Lieblingsfarbe, deshalb auch die weißen PS3 Domesticks, die hier verbaut sind. Und hinten natürlich ein paar weiße Paddles. Die Paddles sind richtig geil, Leute. Ich habe noch nie so geile Paddles in der Hand gehabt. Die sind zwar richtig stabil, wie zum Beispiel von einem SCUF, schön aus Plastik, aber die sind noch mit Gummi umzogen. Das bedeutet extrem guter Grip und sie tun überhaupt nicht weh, weil sie schön weich sind. Und das in Kombination mit den PS3 Domesticks fetzt mir natürlich richtig. Was haben wir noch dabei? Ich habe mir diesmal noch einen USB-Kabel dazu bestellt, weil ich halt keins mehr hatte und mir hat einfach die Farbe so extrem gut gefallen und das Material ist auch relativ schick. Ja, ihr habt jetzt hier noch Ersatzsticks. Warum Ersatzsticks? Ja, ganz einfach, Leute. Deshalb habe ich mich auch für einen Burn-Controller entschieden. Ihr könnt einfach diese Sticks abziehen und einfach neue aufstecken. Das bedeutet, man muss diesen Controller, wenn er ausgenuckelt ist von den Sticks her, nicht wegschmeißen, sondern kann sich einfach neue Sticks kaufen und die einfach draufstecken. Finde ich richtig praktisch, wenn mir das auf den Sack geht, wenn du einfach die Sticks total abgenutzt hast und dann mit dem Controller nichts mehr anfangen kannst. Ja, natürlich, über Aufkleber dürfen nicht fehlen. Keine Ahnung, wo ich die hinkleben werde. Was ich noch ganz schön finde, und zwar ist hier dieses kleine Säckchen, sag ich einfach mal, wo ihr euren Controller easy damit transportieren könnt, finde ich recht schick, hat auch nichts extra gekostet. Ja, wir haben jetzt hier noch einen Grip, den könnt ihr euch separat dazu bestellen. Ich habe das einfach mal gemacht, weil mich das interessiert hat, wie der ist, wie der funktioniert und wie gut er in der Hand liegt. Und ich muss euch sagen, die Idee, die sie hier gehabt haben, finde ich richtig gut. Beim PS4 SCUF Grip ist es ja so, dass der dran ist und man kriegt ihn nicht mehr weg. Hier hat man die Möglichkeit, dass man diesen Grip einfach wieder aufstecken kann oder abstecken kann. Und er liegt wirklich richtig gut in der Hand. Ihr habt es gerade gesehen, optimal den Fingern angepasst. Und das Ganze ist auch relativ easy zu befestigen. Und zwar, ihr hackt das einfach bloß hinten ein und dann drückt ihr das Ganze mit ein bisschen Kraft zusammen und zack, hält das Ganze schon. Ja, das Ganze nochmal auf der anderen Seite, also wie gesagt, das ist relativ easy. Einfach nur zudrücken mit ein bisschen Kraft und dann hält das Ganze. Ich muss sagen, der Grip fühlt sich richtig gut an. Ich spiele aber auch gern ohne Grip. Ich werde diesen Grip, denke ich mal, auf meinen SCUF-Controller verwenden, weil der gefällt mir überhaupt nicht, dieser SCUF-Grip, der bei einem PS4-Controller dran ist. Vor allen Dingen, wenn der ein bisschen abgenutzt ist, ist es extrem glatt und deshalb werde ich das Ganze für meinen SCUF-Controller benutzen. Aber es liegt wirklich auch mit diesem Grip richtig gut in der Hand und es kann halt jeder selber entscheiden, ob er diesen Grip dran haben will oder nicht. Ihr seht schon hier gerade eben ein bisschen getestet, das Ganze. Es ist auch bombenfest, also es verrutscht überhaupt nichts. Und ich muss sagen, dass ich wirklich mit diesem Controller mehr als zufrieden bin. Ich habe da nichts Negatives anzubringen. Ich hoffe, das ganze Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, den Daumen nach oben. Und ich würde sagen, Leute, bleibt geschmeidig. Log auf Log ich von der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Almas.